Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Sommergesprächen auf M4TV. Wir sind heute in Waidhofen an der Ips gelandet und gleich neben mir befindet sich das Rathaus. Und da werden wir dem Bürgermeister Magister Werner Kramer einen Besuch abstatten. Mit Magister Werner Kramer ist bereits seit 2014 ein sehr erfahrener Bürgermeister im Amt. Ich freue mich ganz besonders, er ist auch ein alter Bekannter und laut Presseaussendungen gelingt ihm dieses Regieren der Stadt Waidhofen sehr, sehr gut. Es kommen ja immer wieder viele Delegationen und Abordnungen, um sich vielleicht den ein oder anderen Tipp zu holen. Ich würde mal meinen, vielleicht ist es ein Mix aus dieser Tradition, aus dieser Moderne, der einfach Waidhofen wirklich sehenswert macht, aber ich glaube, es sind auch noch ganz, ganz viele andere Dinge. Die Corona-Zeit ist überstanden. Viele haben sich Gedanken gemacht, was bringt die Kultur im Sommer? Und damit ist dieses Stichwort gleich an dich weitergeleitet. Kultursommer 2020, wie sieht der in Waidhofen an der Ips aus? Ja, die Corona-Zeit hat uns gerade im Kulturbereich auch vor besondere Herausforderungen gestellt. Ich meine, das mag jetzt fast ein bisschen übertrieben klingen, denn Kultur ist in solchen Zeiten sicher nicht der Hauptpunkt, das Hauptthema, an dem man arbeitet, aber trotzdem gehört es dazu. Kultur signalisiert eigentlich das, was den Menschen dann ausmacht, wenn rundherum alles eigentlich zur besten Zufriedenheit funktioniert. Und Waidhofen genießt ja, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht den Ruf einer Kulturstadt zu sein. Und wir haben uns sehr bald damit auseinandergesetzt, wie schauen die Rahmenbedingungen aus, was ist möglich und haben eigentlich immer aufmerksam die entsprechenden Verordnungen verfolgt. Wir haben auch das Glück, das muss ich dazu sagen, dass wir hier sehr kreative Partner als Stadt hier haben. Das muss ich in dieser Art und Weise auch einmal dieses Kompliment so wiedergeben. Und ab dem Zeitpunkt, wo nach der jüngsten Lockerung klar war, dass der Sommer schon langsam in die Gänge kommen kann, dass Kultur wirklich hier stattfinden kann, haben wir uns mit diesen Partnern zusammengesetzt und haben uns ganz genau angeschaut, was ist denn möglich und sind dabei immer vom quasi Worst-Case-Szenario ausgegangen, damit man einfach keine negativen Überraschungen erlebt. Und mich hat es ganz besonders gefreut, dass wir letzte Woche dann dieses Kulturprogramm sozusagen die Eckpfeiler bekannt geben haben dürfen. Und da ist zum einen ein Projekt, das wir jetzt schon das vierte Jahr in Waidhofen hier beherbergen dürfen, nämlich Oper Rundum. Da ist die Anna Bern-Reitner, eine gebürtige Waidhofnerin, die jetzt auch diese ganze Zeit bei ihrer Mutter in Waidhofen verbracht hat, Kulturpreisträgerin des Landes Niederösterreich, die da schon seit einigen Jahren ein ganz spannendes und bemerkenswertes Konzept hier verfolgt, nämlich Oper mit jungen Protagonistinnen und Protagonisten an besonderen Standorten und Schauplätzen. Das heißt, sie passt im Endeffekt die Oper, die Kultur an diese Standorte an. Genau so ist es. Also wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr, wo hat diese Oper stattgefunden? Zuerst einmal im Schlosshof. Da könnte man sagen, ja, da passt es wunderbar hin. Der zweite Standort war schon bemerkenswert. Das war nämlich dann im alten Benefabrik, das jetzt weggerissen worden ist in dem Benewerk. War ganz spannend. Der dritte Standort war dann im Turnsaal des Gymnasiums. Und voriges Jahr haben wir geschaut, wo könnten wir denn jetzt einen besonderen Ort noch finden? Und da hat sich die Anna Bern-Reitner für die Eishalle entschieden. Und zwar mit Orpheus in der Unterwelt. Und da muss man sagen, das war im Nachhinein gesehen ein Glücksfall, denn diese Eishalle bietet genügend Platz, um jetzt auch auf diese Rahmenbedingungen, sprich Abstände, maximale Besucherzahlen eingehen zu können. Und wir haben auch diese Möglichkeit, die Eishalle aufzumachen. Das heißt, das ist auch gelüftet. Das ist der erste Fixpunkt. Das hat uns wirklich sehr gefreut, wo wir dann gesagt haben, das bringen wir zusammen. Die Rolle des Hans Stix übernimmt jede Vorstellung ein anderer Opernstar, muss man fast sagen. Und mich freut es besonders, bei der Premiere wird der Adrian Ehret hier bei uns zu Gast sein. Also kein ganz Unbekannter in dieser Szene. Das Zweite, auf das wir uns auch schon freuen, das Kino unter Sternen im Schlosshof selbst. Ein langjähriger Partner. Da war klar, Open Air, das kann man riskieren. Wir haben auch Alternativschauplätze Indoor gefunden, die wir anbieten können. Aber da geht es einfach mit diesen Abstandsregelungen, da geht es mit den Tischen. Und auch etwas ganz besonders Schönes einfach, dass man hier diese lauen Sommernächte viermal im August genießen wird können. Bestens natürlich gastronomisch betreut, ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Ja. Also wirklich jemand, der Andreas Plappert, macht ja über die Grenzen hinaus auf sich aufmerksam mit der Wirtshauskultur. Ich habe das nämlich letztes Jahr wirklich genießen dürfen, in diesem Schlosshof zu sitzen und dem Theater zu lauschen.
mit einem Gläschen Wein vielleicht dabei, macht das Ganze noch gemütlicher. Ja, ganz fantastisch, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen dritten Punkt, und zwar findet der aber dann im Alpenstadion statt. Also eigentlich werden viele große Städte mehr oder weniger hergenommen, um Tolles auf die Bühne zu bringen. Ja. Wir haben da mit dem Günter Kreuzberg einen gebürtigen Waidhofener, der ja mittlerweile zum Weltstar avanciert ist. Und der Günter ist seinerseits wieder jemand, der bekannt ist dafür für unkonventionelle Wege. Und der Thomas Bieber, unser Intendant des Klangraums, auch jemand, dem immer wieder besondere Dinge einfallen. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, du, was hältst du davon? Der Günther ist verfügbar, so traurig das ist letztendlich, weil diese großen Veranstaltungen letztendlich Bayreuth, sein Wotan-Debüt wäre da dann gestanden, nicht stattfinden. Und er hat mit dem Günther gesprochen und er könnte sich vorstellen, hier Wagner im Alpenstadion zu machen, noch dazu begleitet von der Trachtenmusikkapelle Windhag. Also eine Kombination Wagner, Trachtenmusikkapelle und Fußball, die, glaube ich, die sucht ihresgleichen. Und das war dem Günther ein ganz großes Anliegen, dass er gesagt hat, ich möchte gern zeigen, dass große Dinge gehen, dass das möglich ist. Bringen wir das zusammen. Und wir haben uns da sofort zusammengesetzt und das kann man heute sagen, ja. Das bringen wir zusammen. Und ist wirklich ein ganz besonderes Schmankerl, wenn man auch noch dazu in Betracht zieht, dass vor allem die Windhager Musikkapelle wirklich österreichweit zu den besten Musikkapellen zählt. Also in ihren Reihen ganz fantastische Musiker von Musikschülern, die hervorragend ausgebildet werden, bis hin zu Philharmonikern finden sich in diesen Reihen wieder. Also das wird, glaube ich, wirklich ein ganz besonderes. Ich glaube, da sind euch wirklich drei unglaubliche Zuckerl gelungen, die ihr den Gästen und auch natürlich den Waidhofenern anbieten könnt. Ja. Was Waidhofen noch bietet, ist eine wunderschöne Naturlandschaft. Und zwar, denke ich mal, ist es egal, ob der Buchenberg, das malerische Ibstal oder auch das Schwarzbach-Areal beim Schloss Rothschild. Auch die Innenstadt, würde ich meinen, gehört dazu. Meine Frage ist, wo ist dein Platz im Naturpark Ibstal? Wo findet sich der Bürgermeister eigentlich am liebsten wieder? Das ist eine sehr schwere Frage, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn wir haben das Glück, und das hat sich gerade in dieser Corona-Zeit auch wirklich bewiesen und unter Beweis gestellt, dass wir gehen fünf Minuten und sind mitten in der unberührtesten Natur. Und da spielt natürlich dieser Naturpark, der zuerst einmal auf den Buchenberg konzentriert war, eine ganz große Rolle. Aber wir haben da im vergangenen Jahr, glaube ich, wirklich auch einen Clou geschafft, weil wir diesen Naturpark erweitert haben. Und zwar über den Berg drüber nach Oponitz, aber auch über die Ibs miteinander verbunden. Das heißt, wir beziehen ganz besonders diese Flusslandschaft ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich fragst, wo mein Lieblingsplatz ist, dann ist das zum einen wirklich direkt unterhalb unseres Hauses, muss ich sagen. Das ist in der Ibs, da ist man mitten eingegraben in der Schlucht. Wie da das erste Mal, das ist jetzt auch schon einige Zeit aus, aber unten gewesen bin mit unseren Kindern und wir haben dort uns hingesetzt und einfach die Füße ins Wasser gehalten und man schaut rauf, man sieht diese überhängenden Häuser, man schaut in eine Abendstimmung flussabwärts hinaus, wo das Wasser so bläulich wird, dann kommen da die Wildgänse daher, von den Enten gar nicht zu reden, vielleicht hat man dann noch einen Reiher, der letztendlich vorbeisegelt. Auch Biber sind mittlerweile bei uns heimisch, also das ist vielleicht nicht ganz so... Die Werbung schlecht. Aber das zeigt, dass bei uns dieser Slogan Natur findet statt wirklich nicht irgendwo dahingesagt ist, sondern dass man da wirklich mitten da ist und das Ganze genießen kann. Also eine einzigartige Symbiose. Ich muss sagen, für mich ist bei der Ibs der beste Platz, wo ich Stadt und Natur im perfekter... Viele, die das ja nicht wissen, man kann in dieser Ibs sogar tauchen. Ja. 6 bis 7 Metern Tiefe, also auch nicht nur die Ibs-Landschaft, sondern auch die Unterwasserlandschaft, eine sehr sehenswerte. Also ich habe das noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehe davon aus, dass du da schon wirklich am Grund gewesen bist. Also auch empfehlenswert. Um all das vielleicht kennenzulernen, gibt es ja mittlerweile 2 Broschüren. Ja. Also es geht ums Entdecken und Erleben und ums Erleben und Finden oder Spielen und Entdecken, so heißt es. Die bekommt man wo? Bei uns im Tourismusbüro liegen die auch an dieser Infostelle der Ibstaler Alpen. Das ist unser Zusammenschluss von 8 Gemeinden bis nach Gamming hinein, wo wir gesagt haben, wir bündeln jetzt unsere touristischen Kräfte auf Ortsebene, um wirklich hier den Gästen ein professionelles Angebot machen zu können. Und was ich mit einem Schmunzeln gelesen habe, war, dass ihr auch eine Energie bündelt, und zwar zum Schutz des Steinkrebses. Das ist etwas ganz Interessantes. Also den habe ich noch nicht gefunden. Den wirst du auch nicht finden, wenn es dann
geht nach dem Naturschutz. Denn bei so einem Naturpark, der beruht auf vier Säulen. Und da ist der Naturschutz eine dieser ganz zentralen Säulen. Und bei diesen Erhebungen hat sich eben herausgestellt, dass wir noch eines dieser wenigen Gebiete sind, wo dieser Steinkrebs tatsächlich heimisch ist. Dazu muss man dazu sagen, da muss man schon ein bisschen diese kleinen Läufe bergaufwärts wirklich gehen, wo sie dann an Steinen so kleine Tümpel sammeln. Und dort ist dieser Steinkrebs tatsächlich da. Bedroht wird er übrigens vom amerikanischen Signalkrebs. Und da wäre mir ein Projekt ganz am Herbst, das ich mit dem Andreas Plappert schon mehrfach besprochen habe, nämlich tue Gutes und iss es. Nämlich diesen Signalkrebs wirklich zu fangen. Ja, natürlich. Den Signalkrebs zu fischen und dann top zubereitet vielleicht gerade in der schwarzen Kuchel im Schwarzbachareal auch zu genießen. Das wird demnächst stattfinden. Wir haben noch keinen Termin, aber da lasse ich nicht locker. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Wirt in der Innenstadt, der den auch gut zubereiten kann, denn wir machen uns jetzt einfach am besten auf den Weg in die Innenstadt von den Naherholungsgebieten ins Zentrum dieser wunderschönen Turmstadt. Geschichte findet man natürlich, glaube ich, an allen Ecken und Enden. Aber was interessant ist, vor allem für Gäste, ist, der Markt findet wieder statt. Die Gastronomen bekommen mehr Platz, um sich ein wenig auszuweiten am Marktplatz und auch viele, vieles mehr. Vielleicht von deiner Seite her die absoluten News aus der Innenstadt? Ja, wir haben da wirklich in dieser Zeit, wo quasi dieser Lockdown war, wo alles gesperrt war, bis auf die systemrelevanten Geschäfte, da hat man gemerkt, wie sehr diese Stadt auch tatsächlich von der Gastronomie, vom gastronomischen Angebot lebt. Auch in dem Zeitpunkt, wo die kleinen Geschäfte wieder geöffnet gehabt haben, wir sitzen da regelmäßig mit dem Stadtmarketing zusammen und stimmen uns ab, wie können wir miteinander an einem Strang ziehen. Da ist auch von Seiten des Stadtmarketings mal dieses Bekenntnis da gewesen, dass wir gesagt haben, so, und im nächsten Schritt, wenn es uns möglich ist, müssen wir für die Gastronomie wirklich ein Angebot schaffen. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Man weiß immer, in so einer Innenstadt, das ist ein Spannungsfeld, Parkplatz versus Aufenthaltsqualität. Und da gibt's kein Patentrezept, sondern das ist ein dynamisches sich miteinander entwickeln. Aber da in dem Fall war ganz klar, wie ich vorgeschlagen habe, ich glaube, wir sollten den Wirten hier für ihre Schanigärten mehr Platz geben, damit sie die Abstandsregeln wirklich einhalten können und entsprechenden Umsatz machen, ist das von Seiten des Stadtmarketings sofort unterstützt worden. Und daher haben wir das hier gemacht. Wir haben auch gesagt, als eine Unterstützung unsererseits, wir verzichten auf die Schanigartengebühren in diesem Jahr. Und ich glaube, das hat sich bewährt. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, für dieses Miteinander, wie alle gemeinsam diese Innenstadt entwickeln und wie sie nachdenken, wie sie an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, sie wirklich mit Leben zu füllen. Werthofen ist ja auch bekannt für seinen Wochengenussmarkt, für den Krempelmarkt. Und ich glaube, da gibt es jetzt so ein neues Ensemble, der beides ein wenig verbindet. Nicht ganz storniert sozusagen ist nach dieser Corona-Zeit, sondern eigentlich somit auch wieder etwas Neues schafft. Also Geschäfte präsentieren sich auch außerhalb ihrer Geschäftslokale. Ja. Was gibt es da noch für Informationen dazu? Ja. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen ganz lebendigen Wochenmarkt haben, der Dienstag und Freitagvormittag da stattfindet. Da muss man ganz ehrlich sagen, da trifft sich Werthofen. Da ist Leben pur, da haben wir unsere Direktvermarkter, da haben wir genau das, wo die Bürgerinnen und Bürger auf die Produzenten treffen und man hervorragende Qualität wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, wohlfeil auch bekommen kann. Am Samstag ist der Hohe Markt der Schauplatz, da wo immer wieder dieser von dir angesprochene Flohmarkt Kunst und Krempel stattfindet. Und wir haben natürlich auch nachgedacht, Einkaufsnächte derzeit einmal unmöglich aufgrund dieser Covid-Verordnungen und der Regelungen, die da sind. Aber auch da waren unsere Geschäfte recht findig und wir haben das Motto ins Leben gerufen, Markt findet statt, wo sich immer wieder die Geschäfte außerhalb präsentieren können. Also ob das jetzt ganz an besonderen Tagen ist, das wir auch schon gehabt haben, oder ganz allgemein, man mehr auf die Straße herausgeht, wo sich über den Sommer auch noch das eine oder andere dazu entwickeln wird, man wird Musik sehen, man wird Genuss sehen. Also unter diesem Motto, Markt findet statt, wirklich hier diese Stadt noch viel, viel stärker zu nutzen. Ich glaube, das ist gerade die Stärke. Die Stadt steht im Vordergrund. Und wer sich nicht in die Stadt traut oder den Weg nicht in die Stadt findet, kann, glaube ich, auf einer Online-Plattform auch
wie in einem Art Einkaufszentrum Waidhofen online schmücken. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Neuerung. Ja, das haben wir sehr, sehr rasch auch ins Leben gerufen. Wir haben das Glück, dass wir wirklich, glaube ich, mit sehr, sehr guten Partnern, mit iGAP gemeinsam unser Online-Service hier entwickeln. Wird auch in Kürze eine eigene Waidhofen-App geben, ganz eigens entwickelt. Aber da war das Schöne zu sehen, dass mit diesem Content-Management-System es überhaupt kein Thema ist, dass wir hier den Direktvermarktern, den Geschäften wirklich die Möglichkeit bieten können, einen Online-Shop hier tatsächlich ins Leben zu rufen. Und zwar nicht, indem wir zusätzlich etwas gemacht haben, sondern indem wir die bestehenden Kanäle gebündelt haben und erweitert haben. Und auch das etwas, wo man merkt, dass man ja mit einer gewissen Flexibilität und mit einem gewissen Unternehmergeist einfach, dass man sagt, so, auf geht's, machen wir was, sehr, sehr schnell etwas ins Leben rufen kann, und das hat sich bewährt. Sind wir gespannt, ob diese Dinge gut anlaufen. Wir sind eigentlich mit diesen Schlagwörtern, mit diesen Informationen bereits beim Thema Wirtschaft. Waidhofen geht jetzt einen Weg, um Ökonomie und Ökologie eigentlich auf gleiche Ebene zu stellen. Vor allem, glaube ich, in Bezug auf die Wirtschaftsgebiete ist man hier sehr bedacht darauf, eben das auch wirklich zu halten. Wirtschaftsgebiet, gibt es Prioritäten, die man hier eben ganz konkret setzt? Ja, wir haben uns schon seit langer Zeit bemüht, wieder auch unseren Unternehmen, die ja aus dem Ritz heraus beispielsweise wachsen oder auch so gegründet werden, wenn sie in diese Phase kommen, wo man einfach mehr Platz braucht, diesen Platz auch wirklich anbieten zu wollen. Und jetzt kennt man Waidhofen, man kennt das Ibstal, wie der Name schon sagt, da ist die Topografie ganz einfach ein bisschen beengend. Wir haben nicht so viel Platz, und wenn der Platz da ist, dann ist es sicher nicht für ein Betriebsgebiet geeignet, weil ein Hang eben nach oben geht. Aber es ist uns nach wirklich einigen Jahren Verhandlung gelungen, dass wir ein Betriebsgebiet da hier entwickeln können, das in unmittelbarer Nähe der Firma Bene beispielsweise ist. Wir nennen das die Steinauer Wiesen. Und dabei war uns aber eines ganz klar: Wir wollen hier kein x-beliebiges Betriebsgebiet hinsetzen, sondern wir wollen dort ganz bewusst zeigen, dass also Ökonomie und Ökologie, Wirtschaft und Umweltschutz sich nicht ausschließen müssen. Wir haben mit dem Ernst Beneder, der ja schon für die Stadtplanung verantwortlich zeichnet mit seinen Stadtprojekten, beziehungsweise der auch dieses Rathaus umgebaut hat, einen Masterplan entwickelt, der wirklich darauf Rücksicht nimmt, wie wird dort die unterschiedliche Situation, wie wird das gewährleistet, wie werden Straßen geführt, um möglichst wenig Flächen versiegeln zu müssen, wie wird Parkplatz kanalisiert, das gemeinsam zu entwickeln, und wo gibt es auch Flächen, die den landschaftsplanerischen Aspekt berücksichtigen. Dabei möchte ich gar nicht davon sprechen, dass es für uns relativ rasch klar war im Gemeinderat, also da darf es kein Dach geben, das ungenutzt ist. Wir haben mit den Firmen darüber gesprochen, mit den Interessenten, Dachbegrünung durchzuführen und auch Photovoltaik als zentrales Element dort wirklich zu sehen. Wir sind dort sehr, sehr weit. Wir haben so viele Interessenten, dass diese Fläche de facto auch schon voll ist, und es handelt sich dabei immerhin um 6 Hektar. Und ich habe von allen Unternehmen wirklich dort diese Bereitschaft vernommen, dieses Bewusstsein, ja, wenn man etwas entwickelt in der heutigen Zeit, dann geht es ganz einfach nur mehr so. Und das freut mich eigentlich wirklich, dass dieser Weg einmal scheint richtig zu sein. Ja. Ich glaube, da steht alles drinnen in dem Startprojekt 2.0-17. Ja, da ist meine genau. Frage, warum -17, weil es im Jahr 2017 begonnen hat? Oder? Wir haben es im Jahr 2017 begonnen. Das Startprojekt 1 war im Jahr 1992, da ist es damals vom damaligen Gemeinderat beauftragt worden, auch damals schon der Ernst Beneder, der federführende Planer. Damals ist es um die Innenstadt ganz, ganz stark gegangen. Und wir haben nach 25 Jahren im Jahr 2017 eben den Ernst Beneder beauftragt mit einer Analyse, mit einer Adaptierung und mit einem Weiterdenken dieses seinerzeitigen Stadtprojektes. Und deshalb unter dem Titel 2.0, heute müsste man 4.0 sagen, aber das wäre doch ein bisschen weit gegriffen, -17, um zu signalisieren, auch in dieser Stadtplanung ist Kontinuität drinnen. Auch in dieser Stadtplanung denken wir weit in die Zukunft. Man, glaube ich, kann ja nicht nur Stadt oder könnte statt Stadtplanung auch Stadtmöblierung eigentlich fast dazu sagen. Das ist ein wesentliches Element. Es geht bei uns, wenn man sich diese Innenstadt wirklich vor Augen führt. Ich meine, ich glaube,
Ich kann das immer gern sagen, weil ich kein gebürtiger Weidhofener bin. Ja, da bin ich unverdächtig, dass ich allzu patriotisch da irgendwie die Fahnen schwinge. Nein, also diese Stadt hat, glaube ich, ein einzigartiges Ambiente, ein einzigartiges Ensemble mit seinen Plätzen, mit den Gebäuden. Und was uns einfach gelingen muss, ist, dass wir die Aufenthaltsqualität herinnen steigern. Und eines dieser Elemente bei diesem Stadtprojekt war eine neue Stadtmöblierung. Stadtmöblierung heißt, Sitzplätze, Verweilplätze zu schaffen. Stadtmöblierung bedeutet aber auch, Grün in die Stadt hereinzuholen. Stadtmöblierung bedeutet auch, wieder Wasser in die Stadt zusätzlich hereinzuholen. Und da sind wir jetzt Schritt am Schritt beim Umsetzen dieser Elemente. Was wünscht sich ein Bürgermeister Werner Kramer für die Zukunft? Für seine Stadt, für sich persönlich? Ich wünsche mir für diese Stadt, und das wünsche ich mir auch ganz persönlich, ich wünsche mir für diese Stadt, dass es weiterhin so engagierte Menschen gibt, die kreativ sind, die bereit sind, ungewöhnliche Wege zu gehen, die wissen, dass die Dinge nicht vom Himmel fallen, sondern dass man auch einen langen Atem braucht, um Dinge, die man sich einmal ausgedacht hat, auch umzusetzen. Und ich wünsche mir für diese Stadt, dass einfach dieser Trend, den wir derzeit spüren, dass viele junge Menschen natürlich zuerst einmal weggehen, sei es ausbildungsmäßig, sei es beruflich, aber dass sie wieder zurückkommen. Und das bemerken wir mittlerweile ganz, ganz stark. Also bemerkt es, dass gerade junge solche Familien, dann, wenn sie nämlich wirklich Kinder haben, dann kommen sie zurück. Weil wir einfach alles das bieten können. Von der Ausbildung für die Kinder, über die Kinder, beginnen von der Kinderbetreuung natürlich, mit allen Möglichkeiten im Sportbereich, mit allen Möglichkeiten im Kulturbereich, bis hin zu den Arbeitsplätzen und der Lebensqualität rundherum. Also ich würde einmal sagen, das Paradies. Für dich Stadt Nummer 1, Weidhofen an der Ems. Sehr gut. Ja, sag herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sagen insgesamt danke für die Einladung und das Sommergespräch gemeinsam mit Bürgermeister Werner Kramer aus Weidhofen an der Ems. Wollen auch Sie Ihre Gemeinde oder Ihre Stadt einmal in den Fokus rücken, dann melden Sie sich doch einfach bei M4TV. Mein Name ist Günther Berger und Sie sind im Bild. Musik